Ja, meine Aquaristikfreunde, heute starten wir mal so ein bisschen anderes Format. Ich vertone hinterher das Video. Einfach im Grunde, weil es so ein bisschen zusammengewürfelt worden ist, zusammengeschnitten habe, wollte ich euch da bloß mal so ein Becken und mal einen Keller zeigen. Welche Sorte jetzt da drin ist, spielt keine Rolle. Es geht hier so drum, naja, was ich ja bei den Rekord Reaction-Video gesagt haben, die Kleinstlebewesen, die haben wir hier drin. Da wurbelt das immer ziemlich los an Kleinstwirbel-Lebewesen. Welche, ob das da kleine Flöhe sind oder so, und funktioniert auch einmal frei in dem Becken, aber wie ich ja schon erwähnt hatte bei dem letzten Video, beim Reaction-Video, dass das halt, wenn da Fische drin wären, könnte ich es mir nicht vorstellen, dass sich das da so lange hält. Die Tiere oder beziehungsweise die sich da so vermehren. Ja, hier haben wir das Red Bee Becken, eben kurz gesehen, und hier haben wir meine Thylus und dann halt Sulawesi Garnelen, aber nicht Inlandsgarnelen. Ich hoffe, man sieht zwar so ein bisschen besser, die Kameraführung war so ein bisschen Müll gewesen, aber mittlerweile, ich habe die jetzt schon über ein Jahr da drin, waren da mal 10 Stück gewesen. Ob das jetzt eine reine Sorte war oder verschiedene Sorten war, will ich mich jetzt mal nicht so festlegen. Aber ihr seht selber, wie die kleinen Racker da überall sind. Man sieht, es sind verschiedene Sorten, also verschiedene Farbschläge. Also werde ich mich da nicht so festsetzen. Und jetzt mittlerweile wurde so gesagt, eine schöne Gruppe. Geplant ist ja davon so ein zweites Becken drin, aber als Showbecken mehr oder weniger. Das wird dann dieses Jahr auch noch starten mit denen. Und da fangen wir dann nochmal richtig an zu züchten mit, dass wir auch denn oder beziehungsweise, dass ich denn an euch mal Tiere abgeben kann. Denn dort ist es ja mit dem Versand, ist es ja mal so heikel. Da müssen wir mit dem GoExpress machen, weil dort das Risiko einfach zu groß ist wegen die Temperaturen. Auch die Thylus, die halte ich hier bei 24, 25 Grad. Wow, jetzt sehen wir hier mal mein Outdoor Bereich, ihr seht selber, dass hier Rasen und diverse Kräuter ringsrum sich immer wieder aussehen. Da muss immer so ein bisschen nachgearbeitet werden. Das Wasser, was ihr da gerade gesehen habt, was da so reinplätschert, so leicht, das ist von der Osmosewasseranlage immer. Und so kommt dort immer dann das Frischwasser von der Osmoseanlage dazu, also das, sagen wir so, das Abwasser. Ja, die beiden Seerosenblüten waren die Blüten gewesen aus dem großen Teich gewesen. Die hatte ich ja so ein bisschen da aussortiert. Ihr habt alles ein bisschen Oberhand genommen. Wassertemperatur haben wir hier gerade so 19 Grad drin. So, unsere Nächte sind noch relativ kalt, dadurch hält sich das ja so in Maßen. Und ich habe ja auch nicht so viel Sonne. Hier haben wir 2 bis 3 Stunden Sonne am Tag. Denn meine Erfahrung hat gemacht, bei den kleinen Becken, dass sie einen nicht kippen, ist es wichtig, maximal 2-3 Stunden am Tag Sonne, mehr würde ich da euch nicht zu raten, weil wir ja dann das Problem haben, kann ich euch sagen, dass jetzt irgendwann zu warm wird dort drin und anfängt zu kippen. Hier sehen wir so gesagt einen Kaktus, winterharter Kaktus, also den lasse ich draußen. Der kommt aber in mein Foliengewächshaus rein, aber nicht wegen der Temperatur, aber hauptsächlich wegen der Feuchtigkeit, dass dort kommt ja kein Regen rein, ansonsten wurde er es nicht vertragen, nicht eingegangen wegen dem Frost, sondern meistens haben wir ja dann das Problem dort wegen der Feuchtigkeit, was sie nicht vertragen. Ja, da sehen wir jetzt noch ein Bild zum Feinkaktus, da habe ich ja diverse Ableger schon gemacht, macht immer, die sind ja immer noch weiter Ableger, irgendwann habe ich dann noch Abgabe, Kakteen, im Augenblick noch nicht. Ja, jetzt sehen wir hier so ein Bild vom Bachlauf, aufgenommen so April, Mai. So als kleiner Unterschied, wie sich das doch so ein bisschen weiterentwickelt hat. Hier sind diverse Wasserpflanzen drin, Lilien drin, Wasserminze drin. Also alle durcheinander da so reingeschmissen, kann man sagen. Weil dort jede Pflanze hat einen anderen Anspruch und jede Pflanze blüht zu einem anderen Zeitpunkt. Und dadurch habe ich hier diverse große Blüte drin. Hier sehen wir jetzt hier nochmal meine Teichanlage.
die läuft damit einwandfrei, also da kann ich effektiv euch nichts sagen. Ist also so gesagt keine Zwangsfilterung drin. Bei der Teichanlage halte ich nicht viel davon, also es läuft immer so parallel neben die Filter weg. Was mir auch sehr wichtig ist, drin so verstopft er nicht, dass da irgendwo mal Stellen entstehen oder das anfängt, der Container da so überzulaufen. Ja, hat sich relativ verändert der Sommer. Hier sehen wir noch schon Anfangsstart mit den Seerosen, war nicht viel. Hier haben wir so diverse Mischlingsfische da drin. Hatte früher mal angefangen mit Keus, aber der Einzige, der sich über die Keus ja so gefreut hat, war der Fischreiher gewesen. Und deswegen habe ich ihm gesagt, okay, mach hier kein Wesen mehr drum, was drin ist, ist drin, was sich vermehrt, vermehrt sich. Trotz allem sichere ich das immer noch mit dem Stromzaun ab. Aber mittlerweile hat sich da so gesagt, es ist so ergeben, dass er draus wird. Ja, unten im Teich lasse ich die Mulm mit Absicht immer drin. Alle 2 Jahre, wir sehen den Mulm hier unten, sauge ich ihn raus. Teilweise raus, also nicht so viel, weil dort ein Mulm erstmal können, haben die Fische, wenn da wirklich der Reiher kommt, eine Chance sich zu verstecken, was sie ja dann auch machen. Unter dem Brett, was ihr seht, das ist so gesagt eine Babykinderstube. Dort haben sich mittlerweile ganz viele Eilen festgesetzt und dort haben dann die Fische die Möglichkeit, sich zu verstecken. Ja, das ist jetzt, also heute habe ich es aufgenommen. Ihr seht selber, voll in Blüte, diverse Wasserpflanzen drin, hatte ich ja eben erzählt, ihr habt Mischmasch, ist alles dabei, Wasser drin, weil jede Pflanze zieht andere Nährstoffe raus, denn der Bachlauf zieht bei mir als Filterteich, öfters schon gesagt, dass der ungefähr 1,5 Meter tief ist, drin mit Kies aufgeschüttet, Chromkies, Feinkies, dass sich dort unten so schön der Schmutz und der Mulm ablagern kann. Ja, hier hatte ich jetzt heute mal Osmoseanlage, die Filter wieder setzt, halbes Jahr vorbei. Ihr seht, was passiert ist. Nicht so ein bisschen drauf geachtet, Schlauch war undicht gewesen, läuft's raus. Ja, und so tröppelt das hier nochmal das Wasser, wollte ich euch zeigen, wie das so reintropfelt. Und dadurch kommt bei heißen Tagen auch ein bisschen mehr Sauerstoff mit rein. Denn heute haben wir den ersten Tag mal seit langem mal wieder 30 Grad. Ja, und jetzt werden wir mal mit der Kamera abtauchen. Kann euch sagen, die Qualität der Bilder ist nicht so super. Hier sehen wir jetzt die Panik bei den Zwerggarnelen. Hier durfte ich vergessen, die sind Menschen hier überhaupt nicht gewöhnt. Auch die Fische, also hier habe ich die Yellowfire drin. Ich mache mit Absicht die Scheiben hier nicht sauber, auch vorne nicht sauber. Ich möchte das als reine Biotop haben. Und nachher interessant, es kommt so, wie es im Keller runter. Es läuft nicht mit Filter, nur so mit einem Sprudler. Der läuft auch nicht durchgehend. Diverse Teichpflanzen habe ich drin, wie Wasserpest und, was viele Nährstoffe rauszieht. Aber es wird spannend, was wir hier für Lebewesen drin haben. Und mir geht es einfach hier um diesen Becken, um die Biologie zu beobachten. Wenn wir nachher Winter haben, wie verändert sich das denn unten im Keller ohne Beleuchtung drin? Also ist das nicht ein spezielles Zuchtbecken. Hier geht es nur rein wirklich um die Biologie, Kleinstlebewesen, was sich jetzt draußen gebildet hat oder noch bildet. Nachher im Keller werden wir eine bessere Einsicht haben. Dann muss ich außen mal die Scheibe sauber machen, zu schauen. Aber ich möchte das einfach so haben als Biotop. Becken und bis jetzt läuft es auch sehr gut, weil nachts geht die Temperatur hier runter. Da haben wir ungefähr im Becken 3 so 14, 15 Grad. Am Tag erhöht sich das maximal auf 22 Grad. Also wir haben auch hier eine schöne Temperaturschwankung. Diverse Schnecken sind jetzt hier schon drin. Dann seht ihr, das Gehölz, was hier drin ist, leider, Entschuldigung, dass das so ein bisschen wackelt mit den Bildern. Ist immer so schwer, so mit dem Stab dann mit der Kamera zu arbeiten. Dann habe ich jetzt noch Tomatenpflanzen oben reingesetzt. Da ist meine Überlegung her, die weiter zu ziehen drin. Die Seerose selber, die drin ist, dann ist hier noch die Dings hier drin. Wie heißt sie? Ah, kommen wir jetzt auf den Namen. Lotuspflanze ist drin. Die kommt auch langsam und läuft damit relativ gut. Bei den
Stäbe, es sind ja der Schmetterlingsstrauch drin gewesen und dann abgeflammt, wo mich jetzt da schon wieder ärgert, weil ich beobachten konnte, beim Miniteich, da hatte ich einen Ast vom Schmetterlingsstrauch so reingemacht und ich bin der Meinung, der hat sich bewurzelt, da oben kommen Blätter raus. Das wollte ich jetzt auch mal probieren, also nicht mit abgeflammten reingehen. Und das Gewächshaus ist jetzt hauptsächlich dafür. Hier gehen wir runter. Bei Becken, ja, blüht auch die Seerose schön weiß. Also eine Seerose braucht nicht unbedingt strahlende Sonne am ganzen Tag. Also effektiv nicht. Das reicht, so gesagt, so ein Mini-Teich, so ein bisschen Halbschatten. Also nie in der vollen Sonne. Ihr seht selber, ich glaube, hier sehen wir auch, ist immer schwer zu filmen, weil ein Kraut ist. Aber ich bin meines Erachtens, hier haben wir so einen kleinen Perleffekt auch drinne. Hier sind denn die Schwertträger drinne. Hier weiß ich noch nicht, ob ich da vielleicht eine Solarheizung im Winter reinmache oder eine kleine Heizung drinne mache. Weiß ich noch nicht. Oder ich hole die Fische raus, setze die dann vielleicht im Biotopbecken unten rein als Wanne, dass ich die ganze Wanne runternehme im Keller. Ist alles so ein bisschen offen, weil wenn ein Frosch hier drinnen überwintert und es friert zu, hat er sowieso absolut keine Überlebenschance. Ja, okay, die Kameraführung, da könnte ich mich so ein bisschen noch ein bisschen verbessern. Aber ich bin dann immer so, das ist immer schwer, man sieht nicht, was man da macht. Und dadurch kommt es immer so ein bisschen wackelig rüber. Ne? Immer hoch und runter getaucht, weil ich dann viel Schlick dran hatte oder Algen. Und dann auch hier fütter ich ab und zu mal, habe ich jetzt zugefüttert, bis jetzt ein einziges Mal Trockenfutter. Aber hier sind die Tiere so was von scheu. Gehe ich so frommig, so gesagt, jetzt haben wir da eben, war da so ein kleiner, könnte auch ein Guppi gewesen sein, der dann weggeschwommen ist. Aber wichtig ist es so, dass ich das als Biotop halte. Und im Winter weiß ich nicht. Ich wollte ja in den großen Teich mal wieder Medakas reinsetzen. Fische vor Jahren mal reingesetzt gehabt. Aber ich glaube, im Winter, die werden dann von den Goldfischen und Kois gejagt oder vielleicht auch gefressen. Ich weiß es nicht. Da ist auch noch ein Karpfen. Und ob der dann an Jungfische rangeht, weil die relativ klein sind, weiß ich nicht. Wenn wir haben eine untere Wassertemperatur, immer so gesagt, wie so weit er relativ 2 Meter runter geht, an der tiefsten Stelle habe ich immer noch im Winter 12 Grad gemessen. Und desto höher wir kommen, sind wir dann bei 8, 9 Grad teilweise. Bei 3 Grad kommt immer drauf an, wenn wir tiefen Frost haben, gehen wir ja oben an der 0 Grad Grenze ran. Ja, da war so meine Überlegung auch mal gewesen, hier Thylus reinzusetzen, dies Jahr nicht. Vielleicht nächstes Jahr mal zu schauen, wie die sich in dem Biotop machen. Schade um die Aufnahmen, aber in dem Augenblick musste ich immer raus. Hier sehen wir auch, würde ich sagen, war denn Garnele gewesen. Kann sein, dass hier auch Garnelen reinkommen. Gerade hier auch schon den Wasserkäfer drin gehabt. Drinne. Hier kommen dann auch teilweise, hauptsächlich ist hier das Mini-Teilchen die Ernährung über die, wie soll ich sagen, über die Mückenlarven. Ja, jetzt nochmal hier das Becken von drinnen. Damit wollte ich eigentlich mal schauen, was hier noch kommt. Die ganze Geschichte muss man kurz vormachen, um zu gucken, dass ich hier nichts Doppeltes euch zeige. Ich glaube, das hatte ich schon euch gezeigt. Deswegen sage ich mir, also mit den Bildern jetzt von hier drinnen noch mal, werde ich mich dann verabschieden. War mal wieder so ein kleines Videoschen, wie der draußen so läuft. Und ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Spaß dabei gehabt. Auch wenn die Aufnahmen nicht gerade jetzt perfekt waren. Hat euch das Videoschen gefallen, würde ich natürlich mich immer über einen Daumen und ein Abo freuen, wenn er das nicht schon da gelassen hat. Denn das geht ja jetzt weiter bei mir in der Aquaristik. Drinnen, ich habe hier drinnen noch viele Projekte zu starten. Planung, große Becken noch im Keller, mal schauen. Aber das ist noch ein bisschen weit hergeholt. Mehr Wasser, wisst ihr, ist auch noch ein Thema. Ja, dann danke. Ich wünsche euch noch heute einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bald wieder auf meinem Kanal. Thorsten und seine Welt. Ciao.